Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman Arkham Asylum. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen, sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich auch dafür, dass ihr die letzte Folge so glorreich bewertet habt. Wir machen direkt weiter. Wir haben in der letzten Folge gegen, ich glaube, Bane gekämpft, den wir ja im Arkham Origins quasi ziemlich eins ausgewischt hatten, der zwischenzeitlich mal aussah wie der unglaubliche Hulk und hier anscheinend etliches an seiner Kraft eingebüßt hat. Naja, wie dem auch sei. Ich denke es zumindest, dass es so ist. Sprechen wir jetzt aber erstmal mit der Wache, ne? Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Okay. Hier stimmt was. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Na toll. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist, die Tür zu öffnen, durch die du kamst. Tut mir leid. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Na geil. Okay, rette Commissioner Gordon. Finde die Arrestzellen, suche indessen nach Beweisen. Ach du Schande. Okay, das heißt, ich muss jetzt komplett zurück. Das ist ja ganz spaßig. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich zurück bei den Arrestzellen bin, ne? Also, bis gleich, meine Freunde. Bis gleich. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. So, da sind wir wieder bei den Arrestzellen. Ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Na, ich bin auch so ein Scanner. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oh, nett. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Und wie hat er die Spur? Ach, hier. Ah, okay, okay. Und, wie folge ich dieser Spur jetzt? Ach, hier, weiter, okay. Ah, okay. Okay, hier ist der Alkohol. Okay, ich spüre ihn, beziehungsweise ich sehe ihn. Alles klar, dann folgen wir mal der Spur, ne? Was stimmt nicht mit diesem Ding? Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker frei? Sei still. Was ist los? Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Sag mal, was ist passiert? Gefangen, bis ich und Mr. J.
Ja, wo sie recht hat, hat sie recht, ja. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Aber es gibt hier noch jede Menge Wege, die ich jetzt auch wählen könnte. Da ist zum Beispiel der Alkoholgeruch. Achso, das ist die Tür, wo ich reinkam, oder? Oder ist das die Tür, wo ich reinkam? Hier ist der Alkoholgeruch noch. Ah, und er geht weiter nach oben. Okay, das heißt, Gordon ist wahrscheinlich oben. Aber ich könnte auch unten nachgucken. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um, Freunde, und zur Not mache ich mich direkt nach oben. Ja, also bis gleich. Ich bin's. Ich weiß, du kannst mich hören. Ich habe hier was du dir anhören solltest. Carly und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Ich wollte sie an all den Wachen vorbeigucken. Hören wir mal zu. Hey Frank, wo warst du? Ich komme noch mehr von Dr. Männern her. Auf den Nebenanstaltseingang verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Verdammt, komm schon, sicher den Haupteingang! Wie viele sind es, Bones? Was wollen wir hier zum Teufel? Weißt du was? Bones! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Quinn, es ist sicher! Bewegen Sie Ihren Arsch hierüber! Du bist mir einer, Frankie! Schlafe nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, bitte. Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bert? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Okay, also ich war jetzt mal ruhig und hab die Guten erzählen lassen. Ich bin auf dem Weg nach oben, wie ihr seht. Oh, shit. Das wäre jetzt fast ganz schief gelaufen. Holla, die Waldfee. Okay, also ich bin wie gesagt auf dem Weg nach oben. Denn ist der Finger oben, wird man dich loben. Und hab die aber erst einfach mal erzählen lassen. Weil, was macht er denn? Ach so, ich muss die Kamera so drehen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, Ebene B4. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Irgendwo bin ich auf jeden Fall, aber wo? Keine Ahnung. Irgendwie muss ich noch weiter nach oben. Da. Die Intensivbehandlung von Arkham ist auf Code Alpha Rot. Ich bin auch gleich auf Alpha Rot, wenn das hier so weitergeht. Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott! Halten zum Scannen. Was ist das denn? Chronik von Arkham gefunden. Entschlüsselte Nachricht Nummer 1. Der Geist von Arkham. Es gibt... Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay, also quasi so ein bisschen noch Dinge zum Suchen und zum Finden. Man kann ja auch diese Riddler-Trophäen finden, das gibt's in den Batman-Spielen halt. Ich werde es gleich vorweg sagen. Ich werde hier keinen 100% Run machen. Das bedeutet, ich möchte mit euch gemeinsam das Spiel ein bisschen genießen. Ich werde auch Sachen, wo ich wieder nur von A nach B laufe, werde ich schneiden. Das werdet ihr sicherlich auch schon bemerkt haben. Denn ich möchte das so spaßig und so spannend wie möglich gestalten für euch. Immer die Let's Plays, die ich mache. Und möchte für mich auch langweilige Dinge möchte ich halt so rauscutten, dass das Spiel immer schön spannend bleibt und auch jederzeit was passiert. Einfach, dass ihr gut unterhalten werdet und die Parts auch nicht unnötig durch irgendwelches Hin- und Hergelaufe unnötig gestreckt werden und dann bei 20, 30 Minuten landen. Deshalb nicht wundern und auch bitte nicht böse sein, wenn ich nicht alle Sammelgegenstände mir hole. Also da nur gleich die Info vorweg.
So, und jetzt holen wir uns erstmal ein paar Schlägertypen, ne? Hier, meine Freunde. Du wolltest den Basie nehmen, das bringt nur nichts. Warte mal, hier, ich möchte dich mal... Oh, shit. Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot. Ja, ja, keine Sorge. Ich muss aber ein bisschen schlagen, denn Schlagen ist schön. Also zumindest im Batman. Die wollen sich immer irgendwelche Rohre abbauen, die Säcke. Nix ist. Haha, der wollte sich gerade bücken, habt ihr das gesehen? Aber da habe ich meine... Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Okay, ist hier noch irgendwo der Rauch in der Luft? Ja, hier. Okay. Ich wollte irgendwas sagen vorhin, wurde unterbrochen durch das Telefonat mit Oracle und schon ist alles wieder hinfällig. Na geil. Ich zerstöre erstmal wieder Metall mit meinen bloßen Händen und gehe wieder durch Lüftungsschächte. Denn durch Lüftungsschächte krauchen, das kann ich. Da weiß ich, wie es geht. Mein Kind, Sie müssen das... Ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Na, der direkte toll. Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Okay, na toll. Och man, jetzt haben die armen Polizisten da abgeknallt und der eine hatte Kind. Fledermaus wird nicht hier lang. Ist doch egal. Er fängt seine dämliche Franze hier rein und wir müssen sie weglassen. Ja, er ist schon so gut wie tot. Schnapp ich mir die? Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut. Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg. Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Aber Joker! Mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. Ja, okay, Jokie. Als ob du Spaß daran hättest, mich von irgendwelchen Handlangern hier töten zu lassen. Das wär doch lame. Ja, sag ich doch. Mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Achtung, wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot. Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Handlung. Schlaf, mein Freund. Schlaf. Keine Chance, keine Chance. Okay, jetzt gibt's also auch wieder so eine Missionen, wo ich in einem großen Raum bin, wo verschiedene Gegner ausschalten muss, um dann diesen Raum lebend zu verlassen. Ich verstehe. Okay, alles klar, Freunde. Das machen wir aber in der nächsten Folge, deshalb... Danke ich fürs Reinschalten, wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung nicht vergessen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und natürlich wieder eure netten Worte in die Kommentarsektion reinspammen. Ich danke fürs Dabeisein und fürs Reinschalten. Hoffe, wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder. Bis dato, macht's gut, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.